Zuständigkeit der EU und deren Staaten. Die Aufgaben der EU sind in drei verschiedene Zuständigkeitsbereiche aufgeteilt. Der erste Zuständigkeitsbereich beinhaltet Außenpolitik, Währungspolitik, Zollunion und das Wettbewerbsrecht. Für diese Bereiche ist nur die Europäische Union zuständig. Der zweite Zuständigkeitsbereich beinhaltet Forschung und Entwicklung, Sozialpolitik sowie Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Außerdem noch Verkehr, Umweltpolitik und Energiepolitik und Landwirtschaft inklusive Fischerei. Für die Themen ist der Zuständigkeitsbereich gemischt. Heißt, EU und die Staaten arbeiten zusammen. Der dritte und letzte Zuständigkeitsbereich beinhaltet noch die Bereiche Sport, Jugend, Kultur, Bildung und Zivilschutz. Diese Bereiche werden nur von den einzelnen Staaten kontrolliert, wobei sie sich natürlich gewisse Mindeststandards halten müssen, wie zum Beispiel Schulpflicht. Ein Problem, welches nicht im Zuständigkeitsbereich 1 liegt, kann trotzdem von der EU gelöst werden, aber nur, wenn sie sich einig sind, dass das Problem auf europäischer Basis besser zu lösen ist. Der Binnenmarkt. 1957 schließen sich die fünf Gründerstaaten Belgien, Frankreich, Deutschland, Holland und Luxemburg zusammen. Die nennen dieses Bündnis freien Währungsmarkt. Aus diesem formt sich später die EU. Innerhalb der EU gibt es den freien Binnenmarkt. Durch diesen Binnenmarkt herrscht in der EU ein freier Warenverkehr, freier Dienstleistungsverkehr, Freizügigkeit der Arbeitnehmer, eine Niederlassungsfreiheit und. Doch trotz diesen ganzen Freiheiten gibt es auch viel Unzufriedenheiten und Probleme innerhalb des europäischen Marktes. Wir beschränken uns auf ein Problem, welches die EU-Bürger betrifft. Valentino arbeitet in Italien, lebt aber in Österreich, weshalb er täglich über die Landesgrenze pendelt. Seine Sozialversicherungsrechte sind an seinen Arbeitsplatz gebunden. Valentino hat Kinder und beantragt der Behörde in Italien einen Familienfreibetrag. Der Auftrag wurde jedoch abgelehnt. Valentino muss in der italienischen Provinz wohnen, damit diesen Freibetrag haben kann. Die Europäische Zentralbank. Die Europäische Zentralbank, auch genannt EZB, hat ihren Sitz in Frankfurt. Sie bildet zusammen mit den NZBs, die nationalen Zentralbanken, das europäische System der Zentralbanken. Die Aufgabe der EZB ist es, die Geldpolitik in Europa zu führen und eine Preisniveaustabilität zu bilden. Europäische Wirtschafts- und Währungsunion. Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion wird auch WWU genannt. Sie ist eine Vereinbarung zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das Ziel dieser Union ist die Ergänzung des europäischen Binnenmarktes durch eine gemeinsame Währung mit hoher Preisniveaustabilität. Vertrag von Lissabon. Der Vertrag von Lissabon wurde Ende 2009 unterzeichnet. Wesentliche Neuerungen im Gegensatz zum vorherigen Vertrag von Nizza sind, dass die Vetomöglichkeiten einzelner Mitgliedstaaten reduziert wurden. Es gilt nur noch die doppelte Mehrheit. Das heißt, dass ab nun an mindestens 55% der Mitgliedstaaten und 65% der EU-Bevölkerung zustimmen müssen für einen neuen Beschluss. Eine zusätzliche Änderung war die Einführung eines EU-Außenministers. Außenpolitik am Beispiel der TTIP.
TTIP ist eine transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft, die mit der USA geführt wird. Diese Partnerschaft soll den Handel zwischen den beiden Kontinenten verbessern und billiger machen, da die USA der größte Partner im Außenhandel ist. Einmal jährlich treffen sich Minister aller Länder, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Jeder dieser Minister hat vertretend für seinen Staat ein Mandat erteilt bekommen. Innenpolitik am Beispiel Agrarwirtschaft. In der Innenpolitik ist der wichtigste Bereich die Agrarwirtschaft. Dafür zuständig ist die GAP, die gemeinsame Agrarpolitik. Sie hat Aufgaben, die sich auf die Nahrungsmittelproduktion, den Landschaftsschutz, den Umwelt- sowie den Tierschutz und die Lebensmittelqualität beziehen. Das heißt, sie sorgen dafür, dass wir eine große Vielfalt an Nahrungsmitteln haben, eine einheitliche Qualität, geschützte Herkunftsangaben und wir alle Informationen über den Hersteller kennen. Haushaltspolitik. In der Haushaltspolitik der EU wird ein jährlicher Haushaltsplan erstellt. Hier werden Ausgaben für alle EU-Länder und ihre Politik, wie zum Beispiel Agrarpolitik, festgelegt. Dieser Plan wird von dem Ministerrat sowie dem Europäischen Parlament festgelegt. Am Ende des Jahres wird die Ausführung überprüft und alle 7 Jahre wird eine finanzielle Vorausschau durchgeführt. Das Geld erhält die EU unter anderem durch Zölle, Agrarabschöpfung und 0,5% der Mehrwertsteuer. Den größten Teil, nämlich 2/3 der Einnahmen, erhält die EU durch ihre Mitgliedsländer. Sie zahlen 1,24% ihres Bruttonationaleinkommens. Jedoch fließt dieses meist zurück durch Strukturförderung, wie zum Beispiel die Landwirtschaft.